Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Solmas. Heute werden wir das Gebiet weiter erkunden. Wir haben ja in der letzten Folge irgendwie versucht, ein Lama zu zähmen, aber ja. Muss erstmal in die Falle rein. Ich weiß nicht, ob wir es da reinlocken müssen, also irgendwie reintreiben müssen von der anderen Seite. Das Problem ist, wir haben da einen riesen Vogel. Ich lasse das Ganze jetzt einfach erstmal stehen. Wir machen es auf dem Weg. Ich habe jetzt leider ein bisschen Fell und Lamasoftel dabei. Aber ich glaube, es sollte... Tastatur hat sich wieder geändert, sehr gut. Ich glaube, es sollte kein Problem sein. Das würde ich ganz gerne alles drin behalten. Der Rest so... Da. Aha. Warte mal, hauen wir erstmal... dann ins Alpaka rein. Dieser Vogel nervt halt, ne? Ich weiß nicht, wie ich den jetzt am besten wegkriege. Der ist schon ein nerviger Geselle. Lama, warte mal. Ich schau mal ganz kurz nochmal vorbei, wo das... Das ist das Kleine. Warte mal, ist er weg? Oh, warte mal. Einen Augenblick. Nee, der ist da. Nein. Lass dich bloß nicht stören. Warte mal, kann ich den da reintreiben? Den kleinen Süßen. Lauf! Lauf in die Falle! Ach komm! Ich hasse den! So nervig. Ultra nervig. Nein. Oh, jetzt läuft ja noch. Dieser verdammte Vogel. Ich gehe einfach. Ich gehe jetzt einfach dorthin, wo ich hin wollte. Ist das der richtige Weg? Nee. Mahlzeit. Ich wollte... Autsch. Drecksvieh. Ach komm. Nee, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock zu kämpfen. So, weg. Nein und nochmal nein. Ich wollte hier eigentlich nur zu diesem Ort... mir das Ganze mal anschauen. Schrecklich. Wird man in jeder Ecke irgendwie angegriffen? Ich wollte eigentlich ganz entspannt mir das Lama einfangen, aber nein. Und das Blöde ist, das ist halt auch jetzt nicht in der Nähe vom Feuer. Das heißt, die Falle wird bald früher oder später kaputt gehen, ne? Mein schöner Mais. Naja. Ich habe ja Mais-Samen, das müssen wir halt ein bisschen Mais anbauen. Das Feuer jeden kann ich... Das kann ich eigentlich mal weghauen, ne? Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn hier. Obwohl hier wäre auch natürlich ein schöner Platz zum Bauen, aber der andere gefällt mir ein bisschen besser. So, abreißen. Wollte hier wieder mit nerven. Dass mir da ein Paket angezeigt wird. So. Oh, ist schon ein ganz schönes Stück, ne? Aber gut. Ah, ich hätte gerne so ein Lama. Oh, hier ist ja auch so ein... Oh, hier hätte ich Ruhe. Okay, der braucht auch ganz schön lang, ne? So ein kleines Lama braucht ganz schön lange. Ich hätte ganz gerne irgendwie mal ein Screenshot von so einem Lama.
Warte mal, ich markiere mir den Ort hier mal. Wie mache ich das, wenn ich Y auf der Stelle, an der ich stehe? Alles klar. Hallo? Ich nehme mal das Symbol hier. Dann gehe ich die nächste Mal hier versuchen zu sammeln, weil hier habe ich wenigstens Ruhe, ne? Hier habe ich nicht diesen komischen, nervigen Vogel. Vielleicht wäre der Ort hier besser zum Bauen gewesen, weil wir hier keinen Elitevogel und auch keinen Bären haben, ne? Das haben wir beides drüben. Und Wölfe. Naja. Noch einen Umzug mache ich auf jeden Fall nicht. So, und gucken wir erstmal, was es hier noch so Schönes gibt. Also hier ist echt leer, ne? Okay, ein paar Wölfe, ja gut, aber... Ansonsten ist hier echt friedlich. Oh, warte mal. Oh, wie cool. Weiße Lamas. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Ja, ich habe auf leichter gestellt. Jetzt level ich auch viel schneller irgendwie auf, aber... Oh nein. Das ist wieder so ein Vieh. Okay, der ist ein bisschen schwächer, aber... Ach, sind zwei. Ey, die sind so nervig. Ich wollte mir das hier eigentlich markieren. Die Stelle. Ey. Ich werde weiterverfolgen, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Wie weit verfolgen die mich? Hallo. Ist er weg? Ich glaube ja. Ernsthaft? Oh, hier haben wir auch La... Nee. Hier haben wir Alpaka. Okay, Alpaka zähmen ist ein bisschen einfacher. Hä? Sie mich gerade... Ach, die bespucken mich, ey. Ekelhaft. Ich wollte mir doch nur die Stelle markieren. Ja, wollte ich gar nicht. Boah, wie lange ist dieser Sabber drauf? Könnt ihr mal eigentlich ganz kurz wegwischen? Danke. Ist hier oben, ne? Sag nicht, dass so ein Geiernest oder so, oder so ein Harpiennest eher gesagt. Das wäre, ja. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Gegen die kämpfen ist echt komisch. Hä? Drunter irgendwie. Können wir auch irgendwie eine Base drauf bauen, ne? Aber ja, nee. Ich glaube, hier unten drunter, ne? Bin ich komplett falsch gelaufen. Für online vielleicht wäre das cool, wenn man clever hier bauen würde, aber... Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nö, 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 nö. Alpaka? Hallo? Dann könnte ich mir hier wenigstens schon mal einen Ersatz-Alpaka holen. Na super. Ist mal wieder... Ach nein.
Ich hasse die. Ich kriege die auch nicht platt, ne? Die halten irgendwie so viel auf. Kann das mal runterkommen? Dann können wir wenigstens schnell vorbeifliegen. Wo ist denn das Vieh jetzt? Da oben? Mal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Bis nach hier. Aha. Aber dann müsste doch... Oder von unten irgendwo rein? Ansonsten gehe ich als nächstes hier hin. Und hier haben wir auch noch einen Speer. Großebenen-Speer. Den können wir uns hier holen, das wäre schon mal interessant. Jetzt kommen bestimmt diese nervigen Vögel wieder, ne? Können wir von hier aus irgendwo rein? Irgendwie ein Höhleneingang oder so? Ein Unterschlupf? Nö. Ach, Mann. Boah, die sind so nervig. Boah, wer hat sich diese Gegner ausgedacht, ey? Also bei denen sollte wenigstens so sein, dass wenn man die einmal richtig gut trifft, dass sie am wenigsten einmal kurz auf dem Boden taumeln oder so. Aber nö, nix da. Jetzt haben wir da auch noch Wölfe. Ich wollte mir eigentlich kurz die Stelle hier markieren. Und die hier einmal weghauen. Blind. Da. Gut, dann gehen wir erstmal zum Lager. Decken die Karte ein bisschen weiter auf. Das war aber schon ein bisschen nervig jetzt. Muss ich schon sagen. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens eine Stelle gefunden, wo wir... oh, hier haben wir auch nochmal Lamas. Weiße sogar. Jetzt habe ich das. So. Haben wir hier nochmal Stellen mit Lamas. Sehr nice. Wunderbar. Nee, nein, ich wollte es eigentlich nur weghauen. Danke. So, du bleibst bitte hier, ja? So. Ja, gehen alle auf die drauf, natürlich. Rennt die zu mir und kämpft da nicht. So. Nix da. Autsch. Bloß nicht. Genau. Jetzt kannst du die killen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, dann mal schön die Beute hier noch mitnehmen. Wenn hier überhaupt irgendwas Nettes ist. Allerdings Verbände. So. Wie können wir eigentlich so einen Alpaka aufleveln? Oder müssen wir uns hier so einen Level 40er holen? Haben die dann mehr Leben und mehr Rüst, mehr Leben und mehr Tragelast? So,
da wäre irgendwas. Was ist denn das hier für ein Gebiet? So eine Salzwüste oder was? Alles klar, wir hätten direkt hier noch was. Das ist relativ nah und ich würde ganz gerne mal hier schauen, das Wasser. Oh, das. Oh, es ist ein schönes Gebiet. Oh, hätte ich erstmal nochmal alles so ein bisschen. Oh, weiter aufgedeckt. Oh, hier könnte man. Oh, wie geil das hier wäre. Ich glaube, hier hat man auch relativ Ruhe, ne? Man hat hier Alpakas und so. Lamas. Hat es nicht direkt irgendwie einen komischen Elite-Geier, Elite-Harpier hier? Hat Bisons. Oh, hätte man da hinten oder so gebaut? Naja. Nein, ich mach's nicht. Ich mache keinen weiteren Umzug. Ich bin schon zu oft umgezogen. Okay, gut. 100% Ruhe hat man hier auch nicht. Ich hasse die. Warum hasse ich die so? Hat jemand von euch einen Tipp gegen die? Wurfspeere mit Wurfsperren. Wurfäxte. Guck mal, hier ist auch sogar wieder ein Alpaka-Spot. Soll ich mir den auch markieren? So, einmal kurz abkürzen. Ja, ich wollte eigentlich nicht angespuckt werden. Na, super. Jetzt habe ich hier den ganzen Juice im Gesicht. So, ist das eine Ruine? Und hier haben wir nochmal einen Speer. Riesenwaldspeer. Oh. Das klingt auch gut. Eine Ruine. Na gut, machen wir einfach mal. Kriegen wir ein bisschen was zum Upgraden. Okay, die hauen irgendwie mies rein. Okay, ich muss abhauen. Warum sind die so krass dabei? Ey, das gibt's doch nicht. Und du hast keine. Die hat alle Verbände aufgebraucht. So, ab 60. Sorry, Leute. Haben wir aber einen gekillt? Ich glaube nicht, ne? Wir sollten die irgendwie versuchen, einzeln ranzuziehen. Warum teilen die so krass aus? Der Tritt ist gut, ne? Hä? Wo ist denn Loot? Will die mich verarschen? Das war so gut wie tot. Na du, spuck mich bloß nicht an. Weg mit euch.
Wir müssen überlegen. Ich habe auf leicht gestellt, ne? Die sind so robust. Runter mit dir. Na super. Alter. Ich sag's ja. Ist doch nicht normal. Das Alpaka macht Tag Team. Eieieiei. Hey, lebt noch. Ey, du. Nerviges Vieh. Übrigens ein paar Bandagen. Warte mal. Da oben. Was ist denn da hoch? So, wenigstens. Komm, da ist bestimmt was Nettes drin, oder? Ja. Das, oh, oh ja. Oh, oh. Oh. Gut, das hat sich dann gelohnt. Das hat sich doch alle Male gelohnt, Leute. Kann man die reparieren? Darf sogar repariert werden. Was ein Wunder. Ich mach mal nur die alten Dinger hier kaputt. Die braucht keiner. Okay, Zerlegungsmaschine. Und wir wieder ein paar Bandagen bekommen, na immerhin. Kürbissalat. Okay, was haben wir denn noch hier? Also wir hätten nochmal so einen Spähposten. Ich wollte eigentlich hier eine heilige Ruine. Oder wir decken das hier erstmal noch auf. Und dann geht es in der nächsten Folge zur heiligen Ruine. Zum Beispiel. Ich hätte mal ganz gerne wenigstens einen Screenshot. So, weiter geht's. Dann machen wir nochmal so einen Spähposten. Der Wald. Hier sieht's ja richtig geil aus. Lass mich raten, hier gibt's Krokodile. Hier ist ja mal richtig geil. Elefant. Elefanten, alles klar. Sollen wir den angreifen? Ich weiß es nicht. Könnte der irgendwas... Ach, hier sind mehrere. Na super. Erstmal... auf Schaden.
Ist nicht solch einen Elefanten probieren? Komm. In den Hintern. Was eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Wow. Sieht mir nach einem Riesenfehler aus. Okay. Das war ein Riesenfehler. Nein, nein, nein. Okay, aber deswegen ist lahm. Aber ultra stark. Ui. Warum kann ich den nicht scannen? Premium-Knochen, so kriege ich auch von anderen Viechern. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Aber ist der aggressiv, wenn ich jetzt neben den stehe? Nö, ne? Können wir auch irgendwann einen Sattel für einen Elefanten holen? Das wäre mal richtig geil. Landschildkröte. Alright. Eber. Oh, nee. Na? Wunderbar. Das Gebiet ist so cool. Jedes Gebiet gefällt mir irgendwie mal ein bisschen besser, ne? Kommt der wieder nicht, ne? Da kommt der Schlingel wieder nicht. So. Du bleibst mal hier. Diese Level, ne? Ja, einer ist gut. Sehr gut. Hast du noch Verbände? Ich muss irgendwie mal ihr. Ich muss schleunigst mal wieder Verbände herstellen, ne? Wolf ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Ich muss aufpassen wegen dem Speer. Ganz ruhig, ganz. Ey. Nein, nein, nein. Nächster. Kann man nicht so einen Riesenbaum fällen? Scheint nicht so. Gut, gib mal meinen Kram her. Jetzt
Ist hier noch eine nette kleine Kiste. Oh. Oh ja. Oh. Oh. Oh, warte mal. Komm weg damit. Alles klar, dann sollte ich mal meinen Alpaka holen. Und würde sagen, das war's auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.